Rund 30.000 Patienten werden in der Münchner Notaufnahme jährlich behandelt. Es geht auf Schlag heute Vormittag und mit der nächste Alarm. Und schon wieder ein Überraschungsei von der Leitstelle. So, dann geht's für uns nach Gräfelfingen. Nach einem Sturz, eine chirurgische Verletzung, zur Analgesie, zur Schmerztherapie. Gräfelfingen ist ein Nachbarort von Pasing. Anfahrtszeit bei freier Strecke etwa 5 Minuten. Das ist eine Nachforderung vom Rettungswagen. Und der Patient hat stärkste Schmerzen. Und deswegen müssen wir dem Patienten ein Schmerzmittel geben und gucken, dass er dann transportiert werden kann. Stärkste Schmerzen bedeutet 10 von 10 auf der Skala. Hallo, grüß Gott. Grüß Sie, Hölzenbein ist mein Name, mit dem Notarzt. Haben starke Schmerzen, oder? Ich sehe schon, das ist gebrochen hier unten. Ne? Dass wir, einen Sauerstoff kriegt es auch, dass wir Ihnen ein Schmerzmittel geben. Und dann werden wir die Fraktur oder diesen Knochenbruch ein bisschen strecken. Was sprechen Sie denn normal? Mazedonisch. Mazedonisch. Dobro. Machen wir alles wieder dobro? Ja? Okay. Dr. Hölzenbein sorgt für gute Stimmung, obwohl im 5 Quadratmeter großen Bad kaum Platz zur Behandlung ist. Die Patientin hat im Endeffekt beim Heraussteigen aus der Badewanne hat sie sich vertreten und dabei hat sie sich den Unterschenkel gebrochen. Der Unterschenkel steht jetzt auch noch schräg, sodass man ihr jetzt eine Narkose machen muss. Das heißt also Schmerzen nehmen muss, das Bewusstsein nehmen muss und dann die Fraktur kurz wieder gerade richten. Und dann fahren wir sie in die Klinik. Als erstes verabreicht er ein hochwirksames Betäubungsmittel. Das dürfen nur Ärzte einsetzen. Sie müssen keine Angst haben. Ja? Es passiert Folgendes. Die Augen werden ein bisschen schwerer werden. Ja? Und es ist so, als wenn man ganz schnell ein Glas Wein trinkt. Ja? Man wird müde, aber man wird entspannt. Ja? Zusammen mit mir. Oh. Das ist das Schmerzmittel. Ah, das ist halluzinieren. Kein Problem. Ah. Ist okay. Ah. Das Einrenken des Bruchs wäre ohne Betäubung nicht auszuhalten. Die Frau kann sich jetzt nur noch mit fremder Hilfe bewegen. Die Schwierigkeit, die wir jetzt haben, ist, dass der Einsatzort recht eng ist im Bad und dass wir die Patientin anschließend noch durch diese engen Räume bringen müssen mit der Trage. Aber das werden wir schon hinbringen. Obwohl die Fehlstellung des Gelenks beseitigt ist, drückt der gebrochene Knochen in das Gewebe. Das verursacht höllische Schmerzen. Ursache war, wie so oft, ein Haushaltsunfall. Jeder kennt das, wenn man aus der Dusche oder aus der Badewanne rauskommt, nasse Füße. Und dann ist der Boden halt doch glatt, der Fliesenboden im Badezimmer, dann rutscht man aus. Ja. Sollte man besser schauen, dass man irgendwas hat, was dann einen festen Halt gibt. Sicher ist schon jetzt, dass die Frau so schnell wie möglich operiert werden muss. Nein, ich hab euch, danke. Dr. Hölzenbeins Aufgabe heißt jetzt, die Klinik vorab informieren, dass sie einen Schockraumalarm auslösen, dass im Endeffekt Unfallchirurgie, Anästhesie, Intensivmediziner und halt die Traumaspezialisten vor Ort sein werden. Ja, weil es eben doch eine Fraktur ist und die Patientin jetzt im Rahmen der Narkose einfach eine bessere Überwachung und eine schnellere, zielführende Therapie braucht. Der Arzt kennt die Patientin erst seit wenigen Minuten. Wie sie auf das starke Narkosemittel reagiert, weiß er nicht. Da es im schlimmsten Fall zu einem Kreislaufstillstand kommen kann, hat er Alarm ausgelöst. In der Notaufnahme ist Schockraumleiter Dr. Manolopoulos ab jetzt in charge. Wie bewertet er den Fall? Als Erstmeldung jetzt nicht ganz so schlimm, aber man weiß nicht, was hinten rumkommt. Morgen. Guten Morgen. Kollege Hölzenbein. Hallo. Hallo zusammen. Im Kopf zuerst bitte. So, mal kurze Ruhe für die Übergabe durch den Notarzt. Es hat Knack gemacht, Schmerzen 10 von 10. Hat wohl noch ein bisschen was am Rücken, konnten wir aber nicht klar verifizieren, keine Neurologie. Trotz der Betäubung hat die Frau noch starke Schmerzen. Ärzte und Pfleger sind so behutsam wie möglich. 1, 2, 3. Wunderbar. Der leitende Oberarzt untersucht den Bauch der Frau auf innere Verletzungen. Tut nichts weh. Nein. Der Bauch ist weich. Nein. Hinten am Rücken? Nein. Auch nichts. Okay. Das rechte Bein ist auch in Ordnung. Nein. Tut auch nichts weh. Nein.
Wichtig ist, dass man erst lebensbedrohliche Verletzungen ausschließt. Dann muss man natürlich die primären großen Körperhöhlen als Verletzungsort ausschließen. Das ist erstmal der Thorax mit der Lunge, was sehr wichtig ist. Der Bauchraum, weil sehr viel Blut, eine große Menge Blut kann in den Bauchraum verloren gehen, ohne dass man es merkt und dann den Patienten Probleme machen, indem man eine instabile Kreislaufsituation bekommt. Und dann das grobe Achsenskelett schauen, Schultern, Wirbelsäule und das Becken. Dass die Frau bei Bewusstsein ist, hilft, schnell und sicher eine erste Diagnose zu stellen. Sie darf nun den Schockraum verlassen und wird weiter untersucht. Wir haben alle Blutungen ausgeschlossen. Der Viszeralchirurg hat seinen Ultraschall gemacht. Man sieht, dass in die großen Körperhöhlen nichts einblutet. Jetzt müssen wir die Schwere der Extremitätenverletzung feststellen. Das machen wir jetzt durchs Röntgen. Deshalb kommt jetzt noch Professor Ulrich Linsenmeier ins Spiel, der Chefarzt der Notaufnahme. Er ist Röntgenspezialist. Wir haben jetzt hier das Sprunggelenk. Das ist der Hauptbefund gewesen. Wir haben es hier bereits mit den Pfeilen versehen. Das ist eine Außenknöchelfraktur. Im Klartext, die Frau ist so unglücklich gestürzt, dass man den Knochen ohne Operation nicht mehr gerade stellen kann. Eine extra Verschraubung müssten wir dann nicht durchführen. Ja, optional. Ich würde es mir überlegen, ob ich es trotzdem tue. Mhm. Man ist ja schon ein bisschen dehiszent nach hinten. Okay. Auch wenn der gelenktragende Anteil. Wenn wir Glück haben, stellt sich das schon während der Operation, wenn wir den Außenknöchel stellen. Die Unfallchirurgen entscheiden sich schließlich für eine Operation. Auch weil sie die Bruchstelle mit eigenen Augen sehen wollen. Es liegt nahe am Holz, der Knochen. Ja, und nach dem Krieg waren ja auch die besten Bauchchirurgen, waren die Metzger. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so laut sagen darf. Ja, man musste natürlich, man musste da viel Personal umlernen. Und die besten Unfallchirurgen waren die Schreiner. Und Knochen kann man mit Holz vergleichen, dementsprechend bricht auch der Knochen. Ja, ein älteres Holz splittert mehr. Ein junger Knochen ist wie bei einem frischen Ast, kann man sich das vorstellen. Der bricht nicht glatt durch, sondern der reißt ein bisschen faseriger, macht Wulstungen. Das nennt man deswegen auch Grünholzfraktur. Sie ist eine Dame mittleren Alters, sodass der Knochen glatt, aber ohne größere Frakturelemente, das heißt ohne Trümmerzone, gebrochen ist. Trotzdem kann nur ein Chirurg einschätzen, wie die Knochenteile wieder zu fixieren sind. Die Frau muss sofort unter das Messer. Das bringt ihr der Arzt möglichst schonend bei. Sie bekommen einen Vakuumstiefel an, ja, für die ersten 6 Wochen nach der Operation. Denn es ist wie ein Skistiefel, ja, den kann man mit einem Unterdruck versehen, dass er sich richtig schön dem Fuß anpasst. Sie müssen nicht so lange einen Gips tragen. Und wenn Sie zu Hause auf dem Sofa liegen, können Sie auch diesen Vakuumstiefel ausziehen. Knapp eine Stunde nach ihrer Ankunft kommt die Frau jetzt in den Operationsbereich. Sie ist nun in den Händen erfahrener Chirurgen. Hallo, grüße Sie. Ich werde Sie operieren. Die Patientin darf noch schnell ihren Mann und ihre Töchter informieren. Also es ist ein Gelenkbruch, das heißt, man muss ihn exakt einstellen, weil die Patientin sonst die Gefahr hat, dass sie eine langfristige Arthrose erleidet bei Fehlstellung des Gelenkes. Und das würde bedeuten, dass sie bald nicht mehr gut laufen kann. Um das zu verhindern, stehen schon Schrauben und Akkubohrer bereit. Im Bereich des Operationssaals liegt die Frau mit dem gebrochenen Knöchel gleich auf dem OP-Tisch. Sie ist hellwach. Auch ihren Fuß spürt sie noch. Denn eine Vollnarkose wollen die Ärzte vermeiden. Es wird jetzt ein bisschen kalt. Das wird ein bisschen kalt. Es kann sein, dass Sie das noch spüren. Also Schmerzen verspürt sie keine mehr. Sie verspürt manchmal noch ein bisschen das kalte Desinfektionsmittel und eben Berührung. Berührung und Kontakt. Tiefensensibilität ist erhalten, aber sie verspürt keinen Schmerz mehr. Die Narkose wirkt nun. Die Operation kann beginnen. Bis zu 12 Eingriffe gibt es in diesem Saal jeden Tag. Keine Medikamente, keine Allergien. Und zur Sprunggelenk. Linke Seite, Instrumentarium vollständig steril. Instrumentarium vollständig steril. Wir machen eine Verplattung, offene Reposition, Verplattung des Außenknöchels, OP-Zeit 35 Minuten. 4 Schwestern und 3 Ärzte bilden das Operationsteam. Oberarzt Eiselt braucht nur einen kleinen Schnitt, um an das Sprunggelenk zu gelangen. Dann folgt der Einsatz von Bohr- und Schraubwerkzeug.
Das sieht jetzt nur so aus wie auf dem Baumarkt. Das sind sicherlich von der Grundstruktur ähnliche Geräte wie im Baumarkt, nur die ganzen Schrauben und Platten sind aus Titan. Diese Metallplatten richten den Knochen millimetergenau aus und halten ihn in der richtigen Position. 8 Schrauben sollen über mehrere Wochen das Körpergewicht der Patientin auffangen. Also wir haben die Platte jetzt an das Wadenbeinchen angezogen. Das ist ähnlich wie beim Vergleich mit dem Holz. Man muss darauf achten, dass man aber nicht zu fest dreht, sonst überdreht man und dreht durch wie beim Holz. Also auch das ist beim Knochen möglich. Die schnelle Operation bringt der Patientin einen entscheidenden Vorteil. Sie sollte schon nach 3 bis 4 Tagen wieder erste Schritte gehen können. Der Knochen wird schneller heilen und die Bruchstelle verschiebt sich nicht.